Ich beginne mit einer kurzen methodischen Vorbemerkung, die an den Titel des Vortrags anschließt. Menschenwürde historisch oder aktuell? Ich würde sagen, stärker aktuell, und zwar aus einem methodischen Grund. Das Verfassungsgericht geht davon aus, dass wir im Rahmen der Auslegung der Verfassung uns nicht so sehr auf die historische Dimension zu konzentrieren haben, uns insbesondere nicht daran zu orientieren haben, was der historische Gesetzgeber, der historische Verfassungsgeber mit seinen Worten einmal beabsichtigt haben mag, sondern aus der aktuellen Problemsituation heraus anhand des Gesetzestextes Antworten finden müssen. Das wird festgemacht etwa an dem Diktum, dass das Gesetz klüger sein könne als seine Väter, was natürlich auch besagt aus Sicht des Verfassungsgerichts, die Interpreten des Gesetzes können klüger sein als die Väter des Gesetzes, aber das sei mal dahingestellt. Also das ist die methodische Vorbemerkung, deswegen möchte ich mit dem Aktuellen eigentlich mich vorwiegend beschäftigen. Das Historische bleibt allerdings insoweit bei der gesamten Grundrechtsinterpretation natürlich ein ganz wesentlicher Faktor, indem sie als Negativfolie die nationalsozialistische Terrorerfahrung nehmen. All das, was dort geschehen ist, wir haben es ja gerade schon gehört, Euthanasie, unwertes Leben, entartete Kunst, all diese Dinge, gegen die soll das Grundgesetz, die Grundrechte insbesondere als Bollwerk errichtet werden. Und das zählt natürlich in ganz besonderem Maße auch für die Menschenwürde. Erster Punkt auf dem Handout, oder zweiter Punkt auf dem Handout, den Sie jetzt, das Sie hoffentlich vor sich haben, der Hauptteil, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der erste Punkt, ist die Menschenwürde eigentlich ein Grundrecht? Oder, das ist der Gegensatz, ist sie ein objektives Prinzip der Rechtsordnung? Das liegt als Fragestellung ja nicht gerade nah. Man würde sagen, was sollte denn sonst sein als ein Grundrecht? Ja, was heißt denn objektives Prinzip? Dennoch gibt es ganz prominente, wichtige Vertreter, die das so sehen und sagen, die Menschenwürde ist kein Individualgrundrecht, auf das sich der Einzelne berufen kann, sondern die Menschenwürde verwirklicht sich in den nachfolgenden Grundrechtsbestimmungen und bildet als objektiver Satz eine Grenze für den Gesetzgeber, für den Staat, aber gerade nicht in dem Sinne ein Individualgrundrecht, dass sich der Einzelne darauf als separates Grundrecht etwa im Wege der Verfassungsbeschwerde berufen könnte. Ja, und ich sage Ihnen das nur auch, um die Frage zu verdeutlichen, wie Juristen denken. Es sind ja einige Juristen da, für die trage ich auch ein paar Eulen nach Athen, aber für die anderen ist es vielleicht ganz relevant. Wie kommt man auf die Idee, dass die Menschenwürde kein Grundrecht ist? Man würde doch eigentlich sagen, was in Gottes Namen soll sie sonst? Das Ganze ist ein formales Argument. Sie sehen hier einen Abdruck, es ist nicht mein Finger, aber irgendjemandes sonst. Die nachfolgenden Grundrechte, so heißt es in Absatz 3. Ja, die nachfolgenden Grundrechte, und daraus entnimmt man systematisch den Gedanken zu sagen, dass das Davorstehende, vom Wortlaut und der Systematik gedacht, dass das Davorstehende keine tatsächliche Grundrechtsbestimmung sein kann. Nun gibt es ein weiteres systematisches Argument, das sagt, naja, aber der ganze Abschnitt, der heißt doch die Grundrechte. Ja, und das spricht dann wiederum dafür, dass es sich doch um ein Individualgrundrecht handelt. Das also nur als Beispiel für eine bestimmte Form von formaler Auseinandersetzung, die aber an einem Text anknüpft und überhaupt nicht in irgendeiner Maße lächerlich zu machen ist, sondern ein bestimmtes juristisches Raisonnement verdeutlicht. Entscheidend dann allerdings ein materieller Gedanke, inhaltlicher Gedanke. Es wird als wertungswidersprüchlich erachtet zu sagen, dass das Prinzip, dass das Individuum in den Mittelpunkt unserer ganzen Rechtsordnung stellt, selbst dem Individuum nicht zur Verfügung stehen soll. Ja, da sieht man einen Konflikt und sagt, das kann eigentlich nicht möglich sein, dass wir einerseits sagen, das Individuum geht dem Staat und allen objektiven Institutionen in dem Sinne vor, aber diese Individualisierung als oberstes Prinzip kann selbst nicht individuell geltend gemacht werden. Also das ist der erste Punkt. Nächste Frage, was ist eigentlich Schutzgegenstand der Menschenwürde? Und das hatten wir gerade schon gehört, es ist offensichtlich hochproblematisch, das positiv zu bestimmen. Was immer Sie nehmen, Personalität, Vernunft, Bewusstseinsfähigkeit, alles, was Sie als Positivum im Sinne einer Kriteriologie aufführen, produziert einen negativen Ausschluss von Personen, Personengruppen, die vielleicht ganz besonders schutzwürdig erscheinen. Geistig behindert, also einen Ausschluss von Personen, die vielleicht eben überhaupt nicht, noch nicht oder nicht mehr diese positiven Kriterien erfüllen. Geistig Behinderte, körperlich Behinderte entsprechend. Also nehmen Sie den Extremfall des Anencephalus, den also ohne entscheidende Teile des Hirns geborenen Säugling.
Nehmen Sie voll demente alte Personen am Ende ihres Lebens, die nicht mehr in der Lage sind, eine vollverantwortliche Lebensführung natürlich zu gewährleisten. Die sind in hohem Maße und in besonderem Maße sehr viel mehr als junge, frei verantwortlich, vernünftige Personen schutzbedürftig, würden aber durch so eine Positivkriteriologie gerade aus dem Schutzbereich heraus definiert. Das geht offensichtlich nicht. Also wir können nicht von einer solchen Positivkrit, oder das entspricht eben gerade nicht diesem historischen Ansatz, dass gerade diese Personen auch vor entsprechenden Beeinträchtigungen bewahrt werden sollen. Mit der Frage, wie machen wir es dann? Wenn jedes positive Definitionskriterium doch diesen Ausschlusseffekt produziert, wie gehen wir dann vor? Das Bundesverfassungsgericht verfährt über eine Negativvariante. Man sagt nicht, was ist die Menschenwürde positiv, sondern das, was wir vorhin gerade auch schon hörten, was uns offenbar intuitiv auch leichter zugänglich ist, wo finden Menschenwürdeverletzungen statt? Wo würden wir sagen, dass unabhängig davon, ob das nun ein positives Menschenwürdebeispiel ist oder nicht, jedenfalls hier ist eine eklatante Verletzung zu konstatieren. Durchaus ein allgemeines rechtstheoretisches Problem, dass wir vielleicht ein stärkeres Unrechtsbewusstsein haben als ein Rechtsbewusstsein, dass uns das in irgendeinem Maße stärker anspricht. Nun können Sie als Gericht, als Bundesverfassungsgericht dabei natürlich nicht stehen bleiben. Sie können nicht sagen, in die Urteilsbegründung reinschreiben, die Mehrheit der entscheidenden Richter hatte das Gefühl, dass hier was nicht in Ordnung ist. Ja, das, also insofern die Abstimmungstechnik findet ja auch dort statt, aber das können Sie so schlecht in die Urteilsbegründung reinschreiben. Also müssen Sie versuchen, diesen Negativansatz in irgendeinem Maße zu operationalisieren und darzustellen, warum und auf welche Weise man zu einem solchen Ergebnis kommt. Und der klassische Ansatz, der gewählt worden ist, ist in Anknüpfung an einen noch klassischeren philosophiehistorischen Ansatz, so etwas wie eine Formulierung des kategorischen Imperativs zu nehmen und zu sagen, dort, wo der Mensch nicht mehr ausschließlich, also nicht mehr auch als Zweck, sondern ausschließlich nur noch als Mittel, also nicht mehr unter anderem als Objekt, also auch noch als Subjekt, sondern nur noch als Objekt genutzt wird tatsächlich, also wo er zu einem bloßen Objekt reduziert wird, dort findet eine Menschenwürdeverletzung statt. Und der entscheidende Aspekt daran ist vor allen Dingen der, dass es um diesen Ausschließlichkeitscharakter geht. In irgendeinem Maße wird natürlich jede rechtliche Regelung uns auch verobjektivieren. Wir werden äußeren Zwängen unterworfen, wir müssen uns anders verhalten, als wir es vielleicht wollten. Also in irgendeinem Maße hat der rechtliche Zwang, der uns auferlegt wird, diesen Verobjektivierungscharakter. Entscheidend ist, ob gleichzeitig so etwas wie Subjektqualität auch noch mitgedacht werden kann. Und das ist die Formel, die angebracht, diese sogenannte Objektformel, anhand derer dann entsprechende Untersuchungen stattfinden und bei der dann immer die Problematik besteht, haben Sie hier eine quasi Verdinglichung des jeweiligen Rechtssubjekts oder wird die Eigenbestimmtheit des Ganzen noch berücksichtigt? Ich komme nachher nochmal zu einem ganz vielleicht so instruktiven Fall des finalen Rettungsschusses, wo das nochmal deutlich wird. Das ist die erste Frage, was wird geschützt? Also offensichtlich diese Negativ-Herangehensweise zu sagen, die eigentlich entscheidend und in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch relevantere Fragestellung war, aber eigentlich immer die, wer wird geschützt? Was wird geschützt? Diese Objektform ist das eine, aber wer ist eigentlich Träger des Grundrechts der Menschenwürde, wenn wir es als Individualgrundrecht denn tatsächlich verstehen? Antwort des Bundesverfassungsgerichts, dort, wo menschliches Leben existiert, dort kommt ihm Würde zu. Also breit menschliches Leben und dann sogar noch über den Tod hinaus postmortaler Würdeschutz, also menschliches Leben als Ausgangspunkt. Das setzt natürlich automatisch die nächste Frage in Gang, zu sagen, ja, wo ist denn menschliches Leben zu konstatieren? Ja, und ich habe Ihnen hier ich nehme das nicht, um die so relativ billigen Lacher zu kassieren, sondern einfach, weil es natürlich in einem medienrechtlichen Kontext so etwas stattfindet und diese Darstellung selbst eine Würdeproblematik darstellt. Ja, können Sie, das ist also ein Double-Bind-Phänomen zu sagen, es wird hier gerade die Frage gestellt auf eine doppeldeutige Weise, weil wir natürlich gleichzeitig sagen, ist das nicht eine Würdeverletzung selbst, jemanden auf die Weise auch in Form einer rhetorischen Frage seinen Menschenstatus eigentlich abzusprechen, weil er irgendwie eine eigentümliche Grimasse schneidet. Also das ist die Frage. Und der Status ist, wann beginnt menschlich, also wo fängt eigentlich menschliches Leben an?
typischerweise natürlich nicht bei solchen Konstellationen ernsthaft diskutiert, sondern diskutiert bei der Frage des Embryo. Bundesverfassungsgericht wiederum sagt, menschliches Leben, jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Nidation ist das anzunehmen. Ja, die befruchtete Eizelle, sobald sie sich dann im Uterus der Mutter eingenistet hat, ab diesem Zeitpunkt gehen wir von einer kontinuierlichen Entwicklung nicht zum Menschen, sondern von einer Entwicklung als Mensch aus. Und in dem Sinne gibt es keine Zäsuren, die in irgendeinem Maße es ermöglichen würden, zu sagen, nach so und so vielen Monaten haben wir einen Mensch und vorher haben wir noch so einen Zellhaufen. Nächste Frage dann allerdings, naja, wie sieht es denn aus mit dem Embryo in vitro? Ja, wie gehen wir mit der befruchteten Eizelle um, die im Reagenzgläschen vor uns liegt? Und das Interessante bei der intuitiven Zugänglichkeit, das mache ich eigentlich immer auch mit den Studenten gewissermaßen, sagen, intuitiv ist uns eine Differenz unmittelbar evident. Wenn ein Krankenhaus brennt und Sie haben zwei Varianten, Sie können das Petrischälchen retten oder Sie können den kleinen Säugling retten, dann würde höchstwahrscheinlich keiner von uns sagen, boah, mal gucken, irgendwie, das Petrischälchen ist kleiner, muss ich nicht so schwer tragen. Und irgendwie, ja, also, da haben Sie offensichtlich, wir haben alle ein unmittelbares Evidenzerlebnis, dass das nicht dasselbe ist. Rechtlich ist es ungeheuer schwierig, das darzustellen. Und im Gegenteil, Sie haben eigentlich die guten Argumente, die eher dafür sprechen, zu sagen, es gibt eine Kontinuität, es gibt eine Identität, es gibt in dem Sinne eine Potentialität, die identisch ist in beiden letztlich, die sie nicht durch diese Einpflanzung in den Uterus dann irgendwie als das entscheidende Ereignis tatsächlich da benennen können, mit der Folge, dass Sie dann sagen müssten, beides ist menschliches Leben, beides ist tatsächlich, wenn es denn als menschliches Leben qualifiziert ist, auch Würdeträger. Und dann, das ist die Konsequenz, sagt das Bundesverfassungsgericht ganz souverän, können Sie nicht zwischen diesen beiden Leben eigentlich unterscheiden. Jedes menschliche Leben ist gleich wert. Es gibt eben keine Figur zu sagen, derjenige, der vielleicht mit 88 schon irgendwie eine ganze Reihe von Erlebnissen hinter sich gehabt hat, dessen Lebenswert nehmen wir so ein bisschen niedriger an, während eine pumpergesunder 20-Jähriger dann irgendwie doch noch da als stärker irgendwie gewichtig als erachtet wird. Das ist nicht der Fall, sondern Sie würden grundsätzlich sagen, dort, wo menschliches Leben vorliegt, dort, wo er an Würdequalität entsprechend vorliegt, können Sie nicht abwägen, mit der Folge, dass wenn Sie mit dem Petrischälchen rauskommen und sagen, ich konnte nicht anders, ich konnte nur eins von beiden, dann müssten Sie von Rechts wegen das so akzeptieren. Ja? Interessanter Aspekt, weil es eben zwischen unseren intuitiven Zugangsvarianten und der rechtlichen Reflexion auf diese Intuition offenbar einen Bruch gibt. Und ich komme dann am Ende auch noch dazu, dass genau dieser Bruch auch rechtlich eingefangen werden soll. Nächste Frage ist, vor wem wird eigentlich Schutz gewährt? Der Text des Grundgesetzes sagt, sie zu achten und können Sie nur so halb, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Achten versteht man in dem Sinne, dass der Staat selbst nicht Würdebeeinträchtigungen vornehmen darf. Das Schützen versteht man sehr viel stärker in dem Sinne, dass Würdebeeinträchtigungen durch andere Private verhindert werden müssen. Also eine Schutzpflicht des Staates, die aus potenziellen, die sich gegen potenzielle Würdeverletzungen zwischen Privaten, also zwischen Bürgern, sich vollzieht. In dem Sinne also, vor wem wird geschützt? Haben Sie die Variante zu sagen, es wird geschützt sowohl vor dem Staat selbst, vor dessen gesetzgeberischen Aktivitäten, vor dessen Verwaltungsaktivitäten und so weiter und so fort. Klassische Beispiele natürlich, die gerade bei der Objektformel immer waren, die Folter. Kommen wir auch nachher noch dazu. Also diese Form von staatlicher Behandlung war eigentlich immer das klassische Beispiel dafür, was der Staat nicht darf. Und genauso natürlich dann auch unter Privaten, nicht? Also Sie können auch unter Privaten, da hat der Staat eine Schutzpflicht, um so etwas zu verhindern, wie entsprechende vergegenständlichende Handlungen. Daran anknüpfend aber wieder die Frage, und das ist das, was wir ja auch gerade schon gehört haben, Menschenwürde hat offensichtlich doch was mit Freiwilligkeit, mit Autonomie, mit selbstbestimmtem Handeln zu tun. Gibt es dann eine Pflicht des Staates, den einzelnen Würdeträger auch gegen sich selbst, gegen seinen eigenen Willen zu schützen? Ja, das ist zunächst mal eine paradoxe Konstruktion, wenn Sie sagen, ich möchte gerade auf eine bestimmte Art und Weise behandelt werden, ich möchte etwa, nicht so unter
Fifty Shades of Grey Gesichtspunkten ist offenbar die Selbstversklavung ja kein Negativbeispiel mehr. Also ich möchte als Sklavin oder Sklave gehalten werden. Ich möchte vielleicht auch in irgendeinem Maße solche entwürdigenden Maßnahmen haben. Wird damit der entwürdigende Charakter beseitigt? Zwei Beispiele aus der Rechtsprechung, in denen das aufgetaucht ist. Das eine linke Beispiel, da haben Sie also eine Veranstaltung in irgendwelchen Dorfdiskotheken, wo die kräftige Landjugend sich unter Beweis stellen kann und dann vor den blonden Dorfschönheiten da entsprechend irgendwie sich jetzt in ihrer Virilität präsentiert. Der sogenannte Zwergenweitwurf, wo es tatsächlich darum geht, dass sie einen Kleinwüchsigen haben, der von kräftigen jungen Männern möglichst weit auf eine Schaumstoffunterlage geschleudert wird. Peepshow, das Beispiel zu sagen, sie haben also, entscheidend ist es Peepshow und nicht Table Dance. Sie haben natürlich vorwiegend männliche Beobachter, die in kleinen Kabäuschen sitzen und durch ein Loch auf einen Raum schauen, in dem eine Dame sich entkleidet. Ja, das, in beiden Fällen haben die Gerichte gesagt, das, was dort geschieht, ist eine Verobjektivierung sowohl des Kleinwüchsigen wie der entsprechenden Tänzerin, die von den Beobachtern oder von diesem jungen Mann tatsächlich wie ein Sportgerät oder wie eben ein bloßes Entertainment, wie ein bloßer Entertainment-Faktor genutzt wird. Im zweiten Fall muss man natürlich noch dazu sagen, das ist so etwas verklausuliert. In der Entscheidung geht es vor allen Dingen sicherlich auch um den Aspekt, dass letztlich da so ein Masturbationsgeschehen im Raum steht. Das ist das, was offensichtlich das Geschehen in diesem Häuschen eben unterscheidet von dem Table-Dance-Szenario, wo sie eine offene Bar haben. Also das steht wahrscheinlich noch im Hintergrund. Aber insofern instruktiver vielleicht noch dieser Zwergenweitwurf, weil sie sagen, es wird explizit gesagt, das, was hier stattfindet, ist ein Menschenwürdeverstoß. Obwohl der betreffende Kleinwüchsige damit unter Umständen seinen Lebensunterhalt verdient und mit dieser entsprechenden Behandlungsweise ganz einverstanden ist. Also wie gehen Sie dann damit um, dass Sie sagen, er will es so? Er ist im Gegenteil empört davor darüber, dass man ihn auf diese Weise seiner beruflichen Möglichkeiten beraubt. Rechtsprechung sagt dennoch, die Menschenwürde, obwohl sie primär die Selbstbestimmtheit schützt, ist zugleich auch ein objektives Prinzip und in dem Sinne indisponibel für den Einzelnen. Ja, sie können sich in dem Sinne tatsächlich eben nicht willentlich zu einem bloßen Objekt reduzieren lassen und das auch noch gegenüber der Allgemeinheit dann demonstrieren. Interessanter Aspekt, weil es diese Freiwilligkeit natürlich nicht ganz ausschließt, die bleibt als Faktor mit zu berücksichtigen, aber die Freiwilligkeit ist nicht der entscheidende Aspekt, der die Menschenwürdeverletzung in jedem Fall zurücktreten lässt. Also vor wem wird Schutz gewährt? Vor der Allgemeinheit, den anderen also vor dem Staat, vor den anderen Bürgern, aber auch vor sich selbst. Letzter Punkt unter diesem römisch zweitens. Was heißt denn nun, dass die Menschenwürde absolut geschützt ist? Das besagt schlichtweg, dass sie, wenn sie eine Beeinträchtigung der Menschenwürde festgestellt haben, dann auch automatisch davon ausgehen müssen, dass diese Beeinträchtigung rechtswidrig ist. Es gibt keine Möglichkeit, das Ganze durch eine Abwägung mit anderen kollidierenden Rechtsgütern oder auf andere Weise zu rechtfertigen. Also es bleibt, so die klassische Perspektive, dann unmittelbar ein Rechtsverstoß. Genau diese Sichtweise, und damit komme ich zu römisch drittens, ist in den letzten Jahren in Zweifel gezogen worden. Es gibt einen Aufsatz von Ernst Wolfgang Röckenförder in der FAZ, der eben unter der Überschrift »Die Würde des Menschen war unantastbar« sagt, da haben wir jetzt anhand einer Grundgesetzkommentierung einer neuen erstmals die Möglichkeit geschaffen, tatsächlich Grundrechtsbeeinträchtigungen im Menschenwürdebereich zu ermöglichen. Und damit ist dieser absolute Status gefallen. Die Menschenwürde war unantastbar, natürlich mit großem Bedauern von seiner Seite aus konstatiert. Die Problemfälle dazu sind, das kann ich aus Zeitgründen jetzt nicht im Einzelnen jeweils ausführen, aber zumindest irgendwie kurz mal Ihnen nennen, einige Problemfälle aus diesem Bereich. Der finale Rettungsschuss, also die Ermächtigung in den Polizeigesetzen der Länder, dass Polizisten als Ultima Ratio etwa einen Geiselnehmer, der ein Leben einer Geisel bedroht, dann auch mit einem gezielten Tötungsschuss tatsächlich um sein Leben bringen. Ja, prägnanterweise ist das Lebensgrundrecht im Grundgesetz unter Gesetzesvorbehalt gestellt. Also da ist offensichtlich mitgedacht, dass sie das Leben nehmen können. Aber ist das nicht automatisch auch eine Würdebeeinträchtigung, wenn Sie einen Geiselnehmer wie ein Hindernis sehen, das sich vor das Leben des anderen, der Geisel schiebt? Oder natürlich die Folter. Ja, Folter insbesondere in solchen Waterboarding-Szenarien natürlich publik geworden, außerhalb des deutschen Kontexts, im deutschen Kontext, vor allen Dingen im Rahmen der Situation des kleinen Jakob von Metzler.
Letzter Fall, weniger in den letzten Jahren vielleicht diskutiert, aber auch ganz relevant zu sagen, die Abtreibung. Und zwar gar nicht so sehr die Abtreibung in den ersten 3 Monaten, sondern die Abtreibung als auch medizinisch indizierter Fall. Wenn wir sagen, der Embryo in Utero hat bereits Teil an dem Würdestatus, wie kommt man dann eigentlich dazu zu sagen, dass wenn die Mutter eine entsprechende Krankheitsdisposition hat, dass die Geburt des Kindes oder die Fortsetzung der Schwangerschaft ihre eigene Gesundheit, ihr eigenes Leben gefährden würde, dass dann automatisch die Mutter mit ihren Interessen obsiegt? Ja, wie kommt man eigentlich darauf, dass wenn beide doch Würdeträger sind und beide damit automatisch eigentlich denselben Lebensanspruch und Würdeanspruch geltend machen können, warum löst das Strafrecht dann die Konstellation so einseitig auf zugunsten der Mutter? Das sind die Problemfälle, an denen dann ansetzend die Diskussion beginnt, warum, wie kann man das einschränken? Und die einzelnen Varianten sind, die Lösungsvorschläge kann ich Ihnen auch nur in aller Kürze jetzt noch präsentieren, zu sagen, die eine Variante ist zu sagen, wir stufen ab. Wir sagen, ja, der Embryo, der ist auch schon irgendwie Würdeträger, aber er ist es noch in abgeschwächterem Maße gegenüber dem voll ausgewachsenen, also dem geborenen Menschen. Der Embryo in vitro dann vielleicht noch weniger als der Embryo in utero. Und auf diese Weise können wir eigentlich ganz plausibel bestimmte Wertungen, die sich in der einfachen Rechtsordnung wiederfinden, dann rekonstruieren, indem wir sagen, offensichtlich ist Abtreibung ein schwächer bestraftes Unrecht als Mord. Ja, auch das ist ja eigentlich nicht wirklich plausibel unter dem Aspekt zu sagen, Gleichwertigkeit alles Lebens, auch des ungeborenen Lebens mit dem geborenen Leben. Und in dem Maße, in dem Sie diese Stufenidee einführen, können Sie das eigentlich ganz nachvollziehbar offenbar rekonstruieren. Zweiter Aspekt, Sie führen so etwas ein wie eine Abwägung Würde gegen Würde. Das ist die Folterkonstellation in Gestalt der sogenannten polizeilichen Rettungsbefragung. Ja, das ist, dann wird dann natürlich auch anders benannt, das ist, Folter klingt ja schon irgendwie unfein, aber die polizeiliche Rettungsbefragung, da sind Sie dann auf der sicheren Seite und Sie treten nicht ein, um die Würde des anderen, des Verbrechers irgendwie zu beeinträchtigen, sondern Sie treten ein, um die Würde des potenziellen Opfers, also etwa des gefangen gehaltenen 9-jährigen Jungen, zu retten. Also Achtungsgegenschutzpflicht bei der Menschenwürde, beides in Rechnung gestellt zu sagen, der Staat muss doch in irgendeinem Maße würdebeeinträchtigend tätig werden. Das hat offensichtlich eine hohe Plausibilität und ich kann Ihnen das jetzt hier nur in aller Knappheit eine so eigene Sicht dazu präsentieren. Das Problem besteht vor allen Dingen da, also aus meiner Sicht in 2 Dingen, dass Sie von Extremfällen hergehend eine allgemeine Rechtsfigur rekonstruieren wollen. Es gibt im angelsächsischen Kontext den schönen Satz, hard cases make bad law. Ja, und das ist Normalität und Normativität hängen eben sehr stark zusammen. Das, was Sie normativ ermöglichen, erzeugt dann auch ein Normalitätsszenario, das sich auch automatisch als so eine Art Spillover-Effekt auf andere Bereiche erstreckt. Und das können Sie bei der Folter ganz gut nachvollziehen. Wahrscheinlich würden wir vermutlich irgendwie alle in so einer ähnlichen Situation so reagieren. Wir würden wahrscheinlich auch alle, wenn das Flugzeug tatsächlich auf das vollgefüllte Stadion zurast oder auf das Atomkraftwerk, sagen, ja, das schießen wir jetzt ab. Aber es gibt eben einen großen Unterschied, ob Sie das im Einzelfall so auch gegen geltendes Recht entscheiden und dann unter Umständen von Ihrer, dann auch das Risiko einer persönlichen Bestrafung eingehen, oder ob Sie das Ganze in abstrakt generelle Rechtssätze gießen, die so etwas ermöglichen. Ja, also etwa eine Bundesfolterordnung verabschieden oder eine Landesfolterordnung, wo dann drin steht, ab welchem Verdachtsgrad Sie nur einen kleinen Finger, auch eine ganze Hand oder den Oberarm brechen können. Und das müssten Sie ja alles unter Bestimmtheitsgesichtspunkten. Also das ist der erste Punkt, der das Ganze schwierig macht. Und der zweite Punkt, das in aller Kürze noch, die Menschenwürde hat vielleicht auch etwas, das wäre der theoretische Gehalt, so etwas wie eine Funktion, eine Selbstbegrenzung des Rechts zu sein. Sie ist nicht nur ein Mechanismus des Rechts, sondern sie ist auch ein reflexives Element, in dem das Recht sich darüber Rechenschaft ablegt, nicht alles zu sein und nicht alles erfassen zu können. Auch dass der, also vor allen Dingen, dass der Mensch nicht nur das ist, als was ihn das Recht versteht. Ja, und das wäre, der Menschenwürde-Mechanismus wäre genau diese Form von Selbstreflexion, in dem das anerkannt wird, dass wir über, auch aus rechtlicher Perspektive etwas Unverfügbares anzuerkennen haben, dass wir nicht mit rechtlichen Mitteln, etwa in Gestalt so einer Abwägungsbewegung, in irgendeinem Maße justiziabel und für uns verfügbar gestalten werden können. Also, das als kurze Stellungnahme, damit leite ich schon über zur medienrechtlichen Perspektive und zu der offensichtlichen Problematik, die eben darin steht, zu sagen, ja, wenn die Sendung heißen würde, Deutschland sucht die Moorleiche, dann wärst du die beste Kandidatin. Ja, also, das ist... Ist das eine Menschenwürdeproblematik?
Das will ich gar nicht vorwegnehmen oder in irgendeinem Maße sagen, sondern nur als allgemeines Problem Ihnen eben verdeutlichen, dass wir einerseits die Schwierigkeit haben, offensichtlich der Freiwilligkeit, ist das ein Argument? Andererseits natürlich die Problematik haben, dass vielleicht gerade Medien, nicht medienerfahrene, wenig medienaffine Nutzer dort hineingeraten. Und es ist vielleicht gar kein Zufall, dass Big Brother in der ersten Staffel so ein großes Aufsehen erregt hat, während die zweite, dritte, vierte, die eigentlich immer schärfer wurde, gar nicht mehr so massive Aufmerksamkeit erregt hat, weil man im gewissen Sinne schon wusste, worauf man sich einlässt. Ja, und also ein allgemeiner Abstumpfungseffekt eingetreten ist. Gleichzeitig aber, und damit würde ich tatsächlich schließen, muss man eben sehr stark aufpassen, ob man diese Fälle tatsächlich dann unter Menschenwürde-Aspekten sinnvoll verhandelt oder ob man nicht sagen muss, hier agiert eigentlich der Menschenwürde-Topos häufig als so eine Art Chiffre für etwas, was man früher noch sowas wie gute Sitten oder Anstand genannt hätte. Und hier ist also so eine Art Last Line of Defense, die wir irgendwie versuchen, an die verfassungsrechtlichen Wertungen anzuknüpfen und damit aber Gefahr laufen, die verfassungsrechtlichen Wertungen eigentlich inflationär werden zu lassen und diese eigentliche, doch relativ Kernidee der Menschenwürde eben auch als ein Unverfügbarkeitstopos, als eine Selbstreflexion der Grenze des Rechts, dann in die kleine Münze des Alltagsgeschäfts so etwas verkommen zu lassen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war schon sehr interessant. Gibt es von Ihrer Seite Fragen, Bemerkungen? Ja, vielen Dank für den Vortrag, fand ich super spannend. Ich habe mal eine Frage und zwar, ich fand es sehr interessant und auch überzeugend, was Sie gesagt haben, dass die Würde am Ende so eine Art ja selbstreflexives Konstrukt vielleicht auch ist, was die Grenzen des Rechts auch ja in gewisser Weise aufzeigt. Dennoch haben Sie auch unter dem Punkt römisch zweitens gezeigt oder drittens, dass es eben doch Entwicklungen da auch gibt. Das heißt, dass auch das Konstrukt der Würde selbst ja auch in diesem Kontext zumindest ein rechtliches Konstrukt ist, was sich dann quasi auch an gewissen Stellen schon einschränkt, um dann aber wieder zu sagen, es ist aber wie auf so einer Metaebene und würde dann doch darüber schweben, sage ich mal, und da die Last Line of Defense bilden. Ist das für Sie ein Widerspruch? Also einerseits diese Metaebene und andererseits Würde als Konstrukt des Rechts? Eigentlich nicht so sehr. Ich würde sagen, als Form von Selbstreflexivität würde man ja sagen, dass es natürlich auch den eigenen Wandel mitbedenkt. Es geht nur um die Frage, ob man tatsächlich sagt, das, was wir als Menschenwürde-Konzept haben, ist eine rechtliche Rekonstruktion des Menschseins oder ist das in dieser Rekonstruktion des Menschseins das Bewusstsein davon, dass Menschsein mehr ist als die rechtliche Rekonstruktion. Und darauf käme es mir an und das unterliegt dann natürlich einem gewissen Wandel. Wir haben so ein bisschen die allgemeine Tendenz durchaus, Menschsein und Rechtssubjektsein immer stärker in eins zu setzen. Und der ganze Menschenrechtsdiskurs, muss man sagen, hat gewissermaßen auf seiner negativen Seite diesen Effekt, dass wir eigentlich Menschenwürde, Menschenrechtsträgerschaft und Menschsein mehr oder minder in eins setzen. Und an der Stelle würde ich sagen, könnte man die Menschenwürde eben auch einsetzen und verstärkt nutzen und sagen, dass genau diese Gleichsetzung, dass die nicht funktioniert, sondern dass eigentlich an der Stelle so etwas wie ein Überschuss über das Recht in dieser Unverfügbarkeitslogik drinsteckt. Und umgekehrt eben der Versuch, einfach mithilfe der Abwägungsfiguren, mithilfe von solchen Skalierungstechniken, das Ganze doch noch in den Verfügungsbereich des Rechts hineinzuziehen, vor dem Hintergrund sich als problematisch darstellt. Ohne dass man damit tatsächlich sagen könnte, es gibt ein ahistorisch überzeitliches Menschsein, das wir irgendwie und dem das Recht dann sich angleicht oder so etwas. Ich hätte eine Frage zur Umsetzung des Verbots des Verstoßes gegen die Menschenwürde. Würden Sie Anhaltspunkte in der Verfassung finden oder aus anderen Rechtsquellen, die in eine Richtung deuten, dass die Beurteilung, ob ein Verstoß vorliegt oder nicht, eher in den Händen eines plural organisierten Gremiums zu verorten sei oder in einem Expertengremium oder in einer gerade richterlich mit besonderer Unabhängigkeit ausgestatteten Institution. Haben Sie da Anhaltspunkte in Ihrer bisherigen Forschung, aus denen sich vielleicht eine Richtung
ableiten ließe, denn Sie haben ja besonders betont auch die objektive Dimension. Sie haben rekurriert auf den Souverän als Verfassungsgeber in seiner pluralen Zusammensetzung. Daraus könnte man ja vielleicht Rückschlüsse ziehen. Ja, vielen Dank. Es gibt natürlich den Topos gewissermaßen der Gesetzgeber als erster Interpret der Verfassung. Also insoweit könnte man daran denken, dass an der Stelle tatsächlich der Gesetzgeber berufen ist, die verfassungsrechtlichen Entscheidungen zunächst mal zu verstehen. Die Menschenwürde ist in der Hinsicht aber eben nochmal ein Sonderfall in verfassungsrechtlicher Hinsicht, weil sie über den 79.3 der Verfügungsbefugnis sogar des verfassungsändernden Gesetzgebers entzogen ist. Und damit haben sie eigentlich eben den normalerweise über die Verfassungstextmasse verfügenden Verfassungsgeber, also die entsprechenden Änderungsmehrheiten, schon draußen und haben tatsächlich dann an die Stelle gerückt, das Verfassungsgericht als Hüter der Verfassung, das über die Auslegung dieses Verfassungstextes wacht. Also institutionell gesehen müsste man an der Stelle tatsächlich sagen, es ist kein Expertengremium im Sinne von Wissenschaftlern, sondern es ist ein Expertengremium im Sinne von besonders geschulten Juristen, die in Gestalt des Verfassungsgerichts durch die richterliche Unabhängigkeit natürlich geschützt an der Stelle ihre Auslegung praktizieren. Während die politische Sichtweise über die Unabänderbarkeitsregelung tatsächlich da gegenüber den Normalfällen von Verfassungsrechtsprechung stärker an den Rand gerückt wird. Im Medienrecht kennen wir ja auch Verbote des Verstoßes gegen die Menschenwürde. Das ist ja nicht etwas, was im Instanzenzug unmittelbar zum Verfassungsgericht geht. Ja, also da würde ich tatsächlich sagen, aber Sie haben, das wird typischerweise orientiert sich ja dann sowohl der Gesetzgeber wie auch die untergesetzlichen materiellrechtlichen Regelungen und auch die Selbstverwaltungsentscheidungen orientieren sich ja an den Maßgaben, weil sie letztlich als Fluchtpunkt natürlich doch eine entsprechende verfassungsrechtliche Entscheidung haben. Nicht, dass Sie haben so einen Triple-Down-Effekt, dass von der verfassungsrechtlichen Judikatur ausgehend eigentlich die Maßstäbe festgesetzt werden und Sie sich daran schon orientieren müssen, wenn Sie nicht das Risiko eingehen wollen, dass Sie letztlich im Wege einer Verfassungsbeschwerde Ihre entsprechende Regelungsvariante oder Ihren entsprechenden Einzelfall dann doch als Menschenwürdeverstoß qualifiziert gesehen bekommen. Ja, also das wirkt sich dann aus, auch auf die unteren Ebenen, würde ich sagen. Aus nicht juristischer Sicht, und ich bin kein Jurist, das muss ich zugeben, erscheint mir als Teil der Würde des Menschen aber auch unabdingbar über den eigenen Körper, die eigene Gesundheit, die eigene Integrität verfügen zu können. In einer juristischen Tradition ist das anscheinend, wenn es um eine schwangere Frau geht, typischerweise ein nachrangiges Kriterium. Es geht nicht darum, ein Embryo oder ein Nasciturus, wie er, glaube ich, in der Jurisprudenz heißt, zu töten, sondern es geht darum, dass eine Frau, die auch gesundheitlich dadurch herausgefordert, wenn nicht gar beeinträchtigt ist, beispielsweise Gestose, beispielsweise Extrauterin-Gravidität, fremdes Zellmaterial, ob das nun ein Embryo ist, ein Fötus, ob das ein eingedrungener Penis ist oder ob das Parasiten sind, beispielsweise Leishmanien oder irgendwelche anderen Tropenkrankheiten oder auch Nicht-Tropenkrankheiten, ja beeinträchtigt ist. Wie schafft es die Jurisprudenz regelmäßig, das Recht der Frau im Rahmen ihrer Würde über ihren eigenen Körper zu entscheiden, höher anzustellen als also nicht hoch genug anzustellen gegenüber einem Leben, das ohne äußere Hilfe möglicherweise noch nicht lebensfähig ist. Und ich will nicht sagen, es gibt eine Schwangerschaftsunterbrechung, es gibt Schwangerschaftsabbrüche, die werden nicht dadurch aufhören, dass sie verboten oder drastisch bestraft oder verteuert werden, sondern durch Umstände, die das ersparen können. Und selbstverständlich bin ich der Meinung, dass wenn eine Frau mit einer Schwangerschaft im 24. Monat nicht mehr schwanger sein möchte, dass das
Kind entfernt werden kann. Aber wenn es dann leben kann, soll man es nicht umbringen. Es ist ja in einem bestimmten Zeitfenster noch in der Petrischale oder aber auch später schon ohne die Mutter auskommensfähig. Wieso wird der Frau das Recht abgesprochen, über ihren Körper zu verfügen? Wo ist da die Wünsche des Würde des Menschen? Ja, vielen Dank. Meine Pointe wäre eigentlich die umgekehrte. Dass es interessant ist, dass das Verfassungsgericht geht zunächst mal davon aus, der Embryo ab der Einnistung, also ab dem Zeitpunkt, in dem er tatsächlich insoweit eine Symbiose mit dem Körper der Mutter eingegangen ist, ist er ein selbstständiges, für sich separat betrachtbares menschliches Leben mit einer deswegen auch selbstständig ihm zukommenden Würdegarantie. Und dann ist es eigentlich interessant, und auf der Basis konstruiert das Verfassungsgericht eigentlich den Abtreibungsfall als eine Dreieckskonstellation, wo sie den Aggressor Mutter haben. Das muss man wirklich so hart, so ist die Rekonstruktion des Ganzen, der das Leben des Nascitorus, des Ungeborenen, bedroht. Und der Staat muss in irgendeinem Maße dazwischentreten und dieses bedrohte Leben schützen. Aber das baut eben auf der Perspektive, dass sie gerade unterscheiden. Sie sagen nicht, der Embryo ist so eine Art Tumor, Zellgewebe einfach innerhalb der Mutter, das entfernt werden muss, damit es der Mutter wieder gut geht, sondern der Embryo hat juristisch betrachtet exakt denselben Status wie die Mutter eigentlich. Und dann ist, und das wäre meine Pointe gewesen, dann ist es eigentlich, wenn Sie diese Argumentation eigentlich mitmachen, dann ist die medizinische Indikation gerade nicht verständlich. Denn die geht ja immer zugunsten der Mutter aus. Ja, also das ist an der Stelle einfach inkonsequent, das würde ich sagen. Es ist eigentlich interessant, dass wenn Sie, also sozusagen konträr zu dem, was Sie sagen, dass das Recht an der Stelle die Würde und die eigene Verfügbarkeit über den Körper der Mutter offensichtlich an der Stelle effektiv doch höher erachtet als das Leben und die Würde des Embryos. Und die bloße Tatsache, dass der Embryo ansonsten nicht weiter existieren kann, als solches, als Argument eben dann typischerweise nicht gelten lässt. Ja, da würde man eben sagen, naja, wenn Sie ein Embryo irgendwo jetzt im Winter draußen aussetzen, also ein Säugling irgendwo aussetzen, kauft es sich ja auch nicht ein Busticket und fährt nach Hause. Also, nicht, das ist einfach kein, das Argument wird normalerweise immer zurückgewiesen und sagen, es gibt eben keine klaren Zäsuren, ab dem Zeitpunkt ist etwa ein Frühchen tatsächlich weiterhin auch extrauterinär entwicklungsfähig oder nicht. Da geht der medizinische Fortschritt weiter und irgendwann wird man vielleicht artifizielle Uteruskonstruktionen haben, wo es dann gar nicht mehr darauf ankommt. Und das versucht das Verfassungsgericht nochmal schon so ein bisschen einzuspeisen, aber interessanterweise gleichzeitig eben diese, gerade in dieser medizinischen Indikation darauf dann doch nicht Rücksicht zu nehmen.